Ach, die kam hinterhergelaufen. Er durfte hier. Ja, ja, das war so klar, ey. So ein Bullshit. Da habe ich Scheiß gebaut. Jetzt werde ich hier schon wieder ungeduldig, weil der Respawn-Punkt am anderen Arsch der Heide ist. Im wahrsten Sinne. Nein. Ja, das haben die gesehen. Mal hier ein bisschen mit dem Deckungssystem arbeiten. Ist das sein Schädel da? Ja, das ist sein Schädel. Cool. Ja, das war blöd, dass da irgendwie die Maus nicht richtig wollte, so wie ich. Der ist doch tot, ne? Ja, ein Glück. So. Dann versuchen wir es diesmal ein bisschen mehr mit Schleichen. Hier. Ne? Ich will nicht alle paar Meter hier drauf gehen. So, Moment. Visor. Sehe ich von hier aus vielleicht schon genau der da oben. Den markiere ich mir glatt mal. Wenn das geht. Geht natürlich nicht. Jawohl, jetzt habe ich ihn. Nicht, den muss ich ein bisschen im Auge behalten. Kleinen Lümmel. So, und der sieht auch nichts hier. Zack. Schön einmal den Kopf umgedreht. Verdammt. Okay, das mit C mit hinhocken gefällt mir doch noch nicht so ganz. Das hätte ich lieber auf Steuerung. Das mache ich nochmal eben kurz. Wobei, will ich das? Nee. Ich komme damit noch klar, wenn es wirklich gar nicht geht. Also richtig beschissen ist, dann werde ich mal umsteigen. Aber noch geht's. Von daher bleibe ich auch noch. War zu. Das war zu, ja. So. So, hier dürften die mich eigentlich nicht sehen. Dann kann ich kurz hier meine Energie wieder aufladen. Und dann direkt mal hier hochkraxeln. Steuerung links. Zack. Und das haben natürlich gleich alle hier gesehen. Nee, ich komme frontal. Bin ich der Typ für Flanken. So. Da hinten ganz. Ja. Ja, was Ego-Shooter betrifft, da bin ich noch nicht ganz so fit mit der Computermaus. Ich habe jahrelang nur an der Konsole gezockt. Deswegen bin ich zwar jetzt relativ gut mit dem Controller, aber mit der Maus komme ich noch nicht so ganz zurecht. Na? Wo ist er hin? Ja, klasse. Sollte ich etwa alle erwischt haben? Das wäre ja mal richtig nice. Na los, komm, ich biete mich hier quasi an. Will niemand? Na dann. Ja, nicht Tarnmodus eigentlich, aber gut. Schadet wohl nicht, ne? So. War hier nicht einer das letzte Mal drin? Ich höre sie hier doch. Ha. Okay. Keine Ahnung. Schauen wir uns mal hier kurz auf dem Dach um. Denn hier war irgendwie eine Waffe, aber das ist nur eine Standard-Scarab. Oh, guck mal, wer da ist. Wen haben wir denn da? Oh, gleich zwei. Und cool. Und cool. Aber die kann ich zumindest gleich mal markieren. Dann weiß ich, wo sie sind immer. Ne? Wo ist der andere? Da haben wir ihn ja. So. Dann habe ich die beiden schon mal markiert. Dann weiß ich, wo sie langlaufen. Die nehme ich noch mit.
Die entkommen mir jetzt nicht hier. Beiden kleinen Pisser. Nichts in meinem Schussfeld. In meinem schon. Na, was machst du da, Junge? Alter, dem habe ich aber die Kniescheiben weggeballert, du. Was, das immer noch nicht? Sind hier noch mehr? Ich hau mal lieber Tarnmodus rein hier und guck mich nochmal kurz um. Hier gibt es ein bisschen Munition, aber ich glaube, die habe ich voll, genau. Ja, dann würde ich sagen, das wäre das. Es gibt ja auch irgendwas zu sammeln, war ich der Meinung. Genau, so Erkennungsmarken gab es zu sammeln. Damit konnte man irgendwie noch was freischalten, glaube ich. Ah, die sind da hinter der Mauer oder so. Tarnfeld aktiviert. Genau. Dann würde ich mal sagen, benutzen. Oh, war so klar. Das war so typisch, ne? Tarnfeld aktiviert. So, den markieren wir natürlich gleich mal. Oh, daneben ist noch ein Kollege. Oder was? Scheiße, Mann, ich will den Visor hier schließen. Und gehe stattdessen hier aus dem Tarnmodus raus. Das ist natürlich... Da ist der andere Vogel. Ja, und schon wieder. Okay, das ist noch ein bisschen verwirrend hier gerade für mich. Naja, verballert nur eure Muni. Ich schleiche mich hier kurz. Von mir aus auch so. So, das hätten wir. So. Die sind Geschichte, die beiden. Juhu! Keine Feinde? Keine Feinde. Okay. Ach, da war doch noch einer. Da sehe ich jetzt gerade einen gelben Pfeil. Dann war da doch noch einer. Okay, den habe ich dann nicht gesehen. Das ist Pech. Munition habe ich voll nach wie vor. Und ich glaube, ich habe noch keine Dingsmods, ne? Nee. Schade eigentlich. Schade. So. Rafid, hier sind überall Zell. Ich okay. Muss raus. Wir treffen uns im Labor. Beeilen Sie sich. Geil, erstmal eine Runde duschen hier. Das sieht nicht gut aus. Da ist ein Leck. Da sollten Sie sich drum kümmern. Megatritt, ja, das ist auch geil. Bam! Damit kann man auch Autos erstmal eine Runde wegbefördern. Hier, ne? So, mach hinne. Jetzt gibt's noch eine Dusche, glaube ich. Und ich trinke einen Schluck. So. Tarnmodus an. Flasche kurz zu drehen und dann. Oh, verdammt. So, so war das. Oh ja, komm, ich prügel den. Nee, kann er nicht mehr. So, ich würde sagen, Tarnfeld kann ich erstmal ausmachen. Muss ja nicht dauerhaft an sein. Laptop benutzen. Ja, was hat das jetzt gebracht? Versuche System Neustart. Ja, komm, austauschen hier. Aktiv. Was war das? Achso, das war da immer noch. Erst Säuberung abgeschlossen. Was machen die denn da? Standby. Okay. Magnetsiegel freigegeben. Ja, dann auf hier, ne? Warnung. Fremdschadstoff entdeckt. Oh, beginne Mann. Automatische Systemabschaltung. Hält uns aber nicht auf. Wir kommen trotzdem durch. Oh ja. Mal kurz hier das dicke Stahltor. Aufgeschoben. Ach ja, New York. Sehr gut.
würde ich mal sagen. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Persona non grata. Aliens. F-Halten zum Umsehen wird gemacht. Ich finde diese Effekte richtig geil, muss ich sagen. Richtig, richtig geil. So. Aber dazu später mehr. Hören Sie, mit der Verbindung zum Anzug ist gerade irgendwas Größeres passiert. Völliger Zusammenbruch. Neuer Flashback freigeschaltet. Wo kann man sich denn das noch angucken? Ich glaube im Hauptmenü, das werde ich vielleicht dann am Ende nochmal machen oder so. Die Flashbacks. Und Cell will wohl alle keulen. Außerdem tauchen noch die Sepp auf. Bleiben Sie in der U-Bahn, das ist sicherer als die Straßen. Okay, dann ab in die U-Bahn. Ja, Busfahrer ist ein super Job, muss ich sagen. Also, richtig geil. So, hier, Megatritt. Bam! Erstmal hier das Auto. Kann man auch gut machen, um Feinde, naja, zu überwältigen, sage ich mal. Ist hier irgendwas hinter? Nee. Och, Mann. Immer dann, wenn ich denke, da könnte doch jetzt irgendwas versteckt sein oder so, ist da natürlich nichts. Und immer dann, wenn ich nicht dran denke, ist da was. Das ist so typisch. So, was haben wir hier? Sammelstück-Souvenir. Sammlerstück-Souvenir. So, ein bisschen Ameisen im Schneesturm hier. Oh ja. Nächste Fähigkeit. Auf Q haben wir den fetten Panzermodus. Panzerung verändert die äußere Hülle des Nanos zu, um Schaden zu absorbieren und die Überlebenschancen des Agenten im Kampf zu steigern. Der Panzermodus verbraucht Anzugenergie. So wie alles. Die Überlebenswahrscheinlichkeit in der Nähe explodierender Munition steigt. Oh ja. Bam, aber das macht uns gar nichts. Verpiss dich. Oh, verdammt. Hinhocken. Da bist du. So. Alter, lebt da immer noch so ein kleiner Pisser? Da unten? Ja, da unten wusste ich es doch. Ach verdammt, da komme ich nicht ganz hin. Tarnfeld aktiviert. Granaten fehlen mir jetzt gerade irgendwie. So, schön Panzerung. Bam! Jawohl, so muss das knallen. So, lebt da unten noch etwas? Ich dachte gerade, der eine hockt da drin, der eine Soldat. So, was haben wir denn hier? Feline? Nee. Ich würde sagen, das machen wir so rum. Und was hat der hier? Nur die Standardwaffen. Ah. Ja, damit kann ich noch nicht viel anfangen, wenn ich die einfach nur wechsle. Ich brauche Aufsätze. War das gerade mit Aufsatz? Natürlich nicht. Ach, Mann. Ja, die Feline, man sieht, hat höhere Feuerrate und man ist damit schneller, aber sonst ist sie allgemein schlechter. So. Hier ist doch eine gute Position, um mal Feinde zu markieren. Genau, da war noch einer. Und noch welche, das waren mehr. Da. Da ist auch noch einer. So. Würde ich sagen, schnappen wir uns doch mal ein paar Granaten, ne? Woo! Ja, das meine ich damit. Sie bleiben einfach da quasi in der Granate stehen. Tarnfeld aktiviert. Zack. Jawohl, haben wir den noch bekommen mit 2% Anzugsenergie. Oh ja, das wollte ich natürlich nicht. Da ist ein Feind noch, den hatte ich nicht gesehen. Gefällt mir nicht. Wird natürlich gleich erstmal mitmarkiert. Na, Visor schließen, Visor schließen, danke. So, ich hab irgendwie gerade mal Bock, aber nee, das geht glaube ich da gar nicht. Ich wollte das Auto eigentlich auf den kicken eine Runde, aber der steht ja leider dahinter so ein bisschen in Sicherheit noch. Gar nichts siehst du hier. Fresse halten. Oh, guck mal, was macht...